Auf das Projekt Die bunten Hasen von Rindheim sind wir gekommen, weil wir die Kinder und Senioren hier im Stadtteil mit in dieses Projekt einbinden wollten. Es wurden insgesamt 150 Hasen bemalt, die jetzt auch schon zum großen Teil im Stadtteil verteilt sind. Ja, diese Hasen, die wurden bemalt von Kindern von Rindheim. Es war der evangelische Kindergarten, katholischer Kindergarten, dann die Kirchenfeste. Katholisch und evangelisch, und was auch sehr schön war, es war das Senioren- und Pflegeheim Haus Diana. Diese Senioren haben auch mitgemalt, und es war also schon sehr schön.